Unsere Namen stehen an tausend Wänden geschrieben. Die Erinnerung an unsere Verbrechen wird im Herzen auf Ewigkeit weiterleben. Schwere und einschneidende Probleme harren ihrer Lösung. Es wird nötig sein, dass wir mit Eifersucht und Klugheit den gewonnenen festen Boden, auf dem wir stehen, halten, wahren und ausbauen. Es wird uns nicht geschenkt, es will erobert werden. Es wird uns nicht geschenkt. Es wird uns nicht geschenkt. Das deutsche Reich duldet es aber nicht, dass in diesem Gebiet von jetzt an noch Deutsche verfolgt werden, wegen ihrer Zugehörigkeit zu unserer Nation oder ihrem Bekenntnis zu bestimmten Auffassungen. Es will Ruhe und Ordnung. Heute rufe ich allermals in erster Zeit, und zwar ganz Deutschland, auf gleicher treuer schicksalsverbundener Einigkeit. Lassen Sie uns Hand in Hand und verzagt in der Zukunft mit Ihren so schweren Entscheidungen entgegengehen. Was hat Deutschland schon oft aus dieser Not errettet? Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Es wird uns nicht geschenkt. Es will erobert werden. Gott hat Deutschland schon oft aus dieser Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Es wird uns nicht geschenkt. Es will erobert werden.